irritierend in der ganzen Geschichte. Es gibt jemanden, der sich für dieses ganze Thema Volksmusik und Untergang des Abendlandes noch mehr interessiert als ich. Reinhard Grebe. Ja, schönen guten Abend. Ich bin's nochmal. Dankeschön. Natürlich. Dankeschön. Ja, ich habe von der Stationsleitung 4 Minuten bekommen. 4 Minuten Redezeit und daran möchte ich mich auch halten. Ich habe mein Ei, ich stelle jetzt mein Ei. 4 Minuten. Ich möchte jetzt schon mal frohe Ostern wünschen. Vor allem einen frohen Ostersamstag. Denn da hatte Jesus Brückentag. Geht gleich los, Moment. Ei läuft. Jo. Ich halte jetzt ein Kurzreferat, Thema heute, das Abendland. So viel Zeit muss sein. Ja. Ich war im Dezember in Dresden. Darf man das noch sagen? Darf man. Dresden. Darf man noch. Wird man ja noch sagen dürfen. Ne? War ich in Dresden. Und weil ich ja auch seit langem schon das Abendland suche, gerne auch draußen, an frischer Luft. Und dann stand ich da mit etwa 20.000 anderen Abendlanzern da vor der Semperoper. Und war sehr dunkel, leider. Und dann haben wir Weihnachtslieder gesungen, was ich im Prinzip bejahe. Als ich dann aber feststellen musste, dass ich der Einzige war, der die Weihnachtslieder nicht vom Text, vom Blatt abgelesen hat, bin ich gegangen. Ich habe gesagt, so nicht. Wer das Abendland ablesen muss, der kann es auch nicht verteidigen. Das ist meine Meinung. Das könnte mir nicht passieren. Ich habe mir das Abendland komplett runtergeladen. Ich kann es ja gerade mal zeigen. Ich habe es immer bei mir. Da, das ist das Abendland. Da, ne? Kamera, da, Abendland, Kapelle, Abendland, da, ne? Da. Alles, was mich ausmacht, habe ich immer bei mir, ist alles da. Muss ich nicht ablesen. All die schönen Lieder, die, mit denen ich gefüttert wurde. Ne, zum Beispiel mein erstes Lied, das ich gesungen habe, als ich 3 war, oder meine Eltern mir vorgesungen, das ging so, ne? Lügenpresse auf die Fresse! Ich schaue NDR den Wetterbericht. Morgen 14 Grad, das glaube ich nicht. Lügen. Nee, das war's gar nicht. Das Lied, was ich, das erste Lied war, Nee, bitte Ruhe, ich muss mich erinnern. Ein Jäger aus Kopfhals hat seiner Frau am Arsch geleckt, jetzt riecht er aus dem Hals. Ah, nee, das war's auch nicht. Nein, das erste Lied war folgendes. Auf der Schwäbischen Eisenbahne. Darf man das noch sagen? Würden wir wohl noch sagen dürfen. Ne? Das war das erste Lied. Kommt die Doris angefahren mit einer Bombe unterm Arm, das bedeutet Kriegsalarm. Das haben wir gesungen, ne? Ganz früher. Abendland, ne? Alle laufen in den Keller. Doch die Doris, die war schneller. Bums, da geht die Bombe los. Doris blast die Unterhose. Und alle, rulla, 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 la. Rulla, 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 la. Bums, da geht die Bombe los. Doris platzt die Unterhose. Muss ich nicht ablesen. Habe ich hier drin. Ne? Oder hier zum Beispiel. Doof bleibt doof. Da helfen keine Pillen. Ist bekannt, oder? Ich habe nur ein Ei. Das andere ist aus Blei. Ist unbekannt. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ist gut, ne? Abendland. Ne? Oder hier, Der Mann ist tot, die Witwe kichert, hoffentlich Allianz versichert. Haben wir früher gesungen. Ne? Oder hier. Allah ist mächtig, Allah ist groß, 1,60 Meter und arbeitslos. Darf man das noch sagen? Darf man das noch sagen? Nein, da kommt gleich die Kinderpolizei. So ist das. Ne? Oder hier. Leise rieselt die 4 auf das Zeugnispapier. 5 und 6 dazu, freue dich, sitzen bleibst du. Haben wir gesungen früher, ne? Also, dass sich 4 Minuten so lange ziehen können, das ist schon erstaunlich, finde ich, ne? Traurig gehst du nach Haus, alle lachen dich aus. Hör nur, wie lieb, verspielt, lieblich es schallt, wenn Pap Jazz, wenn Papas Ohrfeige knallt. Das haben wir gesungen früher, ne? Aber mein Lieblingslied ist folgendes gewesen, Winnetou im Nachthemd! Kommt zu Old Shatterhand! Und sagt zu Old Shatterhand! Hier kommt Winnetou im Nachthemd. Ist genial, in sich. Ne? Abendland. Ne? Damit bin ich groß geworden. Vielen Dank. Oh, die Zeit ist um. Vielen Dank. Nein, meine Damen und Herren, bitte Ruhe. Ich überziehe ungern, aber ich möchte schließen mit einem Zitat von Wolfgang von Gogh, van Gogh, von Goethe, Abendland. Am Anfang war die Wiege, am Ende eine Bahre. Dazwischen nehme ich Brückenjahre. Vielen Dank. Reinhard Grebe!